Das ist Tina und das ist Marc. Tina und Marc hat es schwer getroffen, denn sie haben beide durch einen Unfall eine Querschnittlähmung erlitten. Tina bei einem Autounfall und Marc bei einem Sturz mit seinem Mountainbike. Auch wenn beide nach diesem Schicksalsschlag das Leben wieder in die Hand nahmen, ist doch vieles nicht mehr so wie vor dem Unfall. Und manches scheinbar unwiederbringlich verloren. So wie die Sexualität der beiden. Denn sie sind im Genitalbereich nicht mehr empfindungsfähig. Tina ist in einer Beziehung und Marc ist Single. Müssen die beiden jetzt komplett auf Sexualität verzichten? Nein, denn ihre Sexualität ist das, was sie daraus machen. Sexualität ist wie die meisten anderen Dinge in festgefügte Normen, Vorstellungen und Erwartungshaltungen gepresst, in eine Schublade. Tina und Marc haben weiterhin das Bedürfnis nach Sexualität und körperlichen Intimität und auch ein Recht darauf. Natürlich ist die Sexualität und körperliche Intimität nach einer Querschnittlähmung eine andere. Aber auch sie sind fähig, die drei Dimensionen der Sexualität zu leben. Die Lustdimension. Dazu gehört die sexuelle Stimulation, Erregung und Befriedigung bis zum möglichen Orgasmus. Klar haben sich erogene Zonen, Stimulationsbereiche durch die Querschnittlähmung verändert oder gar verschoben. Vieles ist auch eine Kopfsache. Hierbei können Sie sich von speziell geschulten Sexualpädagogen oder Therapeuten unterstützen lassen. Die Fortpflanzungsdimension. Dazu gehört der Wunsch, Kinder zu bekommen, Eltern zu werden. So kann Tina durchaus eine ganz normale Schwangerschaft erleben. Auch für Marc gibt es da durchaus Möglichkeiten. Und last but not least, die Beziehungsdimension. Auch hier spielt das sich als Frau oder Mann zu fühlen und angenommen werden eine bedeutende Rolle. Aber es geht auch um Dinge wie Berührung, Geborgenheit, Intimität, Nähe und dergleichen mehr. Warum also sollen Tina und Marc diese Bedürfnisse nicht weiter haben und leben wollen? Bei der Zurückerlangung der Sexualität oder der Neuentdeckung hilft ebenfalls die Sexualassistenz oder Sexualbegleitung. Es gibt zwei Formen der Sexualassistenz. Bei der passiven Assistenz geht es darum, durch Informationen oder Praktiken Hilfsmittel oder die Voraussetzungen für die Verwirklichung selbstbestimmter Sexualität zu schaffen. Bei der aktiven Assistenz geht es um die Assistenz bei tatsächlichen sexuellen Interaktionen, wie Massagen oder andere Hilfestellungen. In Österreich ist jedoch kein Küssen, Oral- oder Geschlechtsverkehr erlaubt. Marc und Tina sind also keineswegs zur Asexualität verdammt. Ganz im Gegenteil. Vielleicht können sie durch geschulte Wahrnehmungen ihre Körperlichkeit noch mehr genießen als zuvor.